Der wurde geschmiert mit Geld, dass der nichts sagt. Dann sind die wieder zurückgefahren. Der wurde besoffen und hat nichts bemerkt davon. Das sieht mir alles zu willkürlich aus, um ehrlich zu sein. Finden Sie heraus, was den Sonderwagen der verschwundenen Zugs transportierte. Das weiß ich doch. Das war so ein elektrisches Ding. Ich muss die Sachen verbinden. Schienen zu den Minen fehlt. Teil einer zerstörten Schienenstrecke. Ich sehe hier echt noch nicht so die Verbindung. Schienen bleiben an Zock. Ich dachte, das würde man damit verbinden. Aber das passt nicht. Casal aus Mexiko hat Wagen. Das verstehe ich nicht. Was heißt denn dieses Wagen? Wie heißt der Typ hier? Der hat ja mal seinen Namen nicht genannt, ne? Robinson. Das sind alles uninteressante Typen. Die bringen ja alle nichts. Überfluteter Steinbruch. Schwere Transportfahrzeuge. Alter Nebengleis zum Steinbruch. Könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Dockays versunken worden sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis, das dorthin führt, ein Stück fehlt. Das könnte sein, aber ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ah, ich habe schon mal die falsche Taste gedrückt. Sonderwagen. Verdächtiger Mexikaner, alte Nebengleise. Schiel bleibt an Bord des Zuges, Zugattrappe. Teil einer Draisine. Zug verschwand mit allen Insassen. Schienen zu dem Minen fehlt. Mexikaner gegen gestohlene Schienenstücke, verdächtige Mexikaner. Davon sehe ich keine Option. Zug verschwand mit allen Insassen. Schwerer Transportfahrzeug, Schienen bleiben an Bord. Die Chilenen bleiben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Die Besitzer der chilenischen Firma Bus wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die Schienen aussteigen. Das glaube ich nämlich. Schienen zu der Mähen fehlen. Zu beiden fehlen uns die Schienen. Mexikaner gegen Chilenen. Gestohlene Schienenstücke. Gleis zu den Minen. Jemand hat die Schienenteile gestohlen und vorübergehend das fehlende Gleisstück in der Mine zu ersetzen. Das könnte sein. Warum ist das jetzt alles rot? Mexikaner gegen Chilenen, gestohlene Schienenstücke. Altes Nebengleis zum Steinbruch. Ja, das Schienenstück gestohlen und vorübergehend fehlen Gleisstück zum Steinbruch zu ersetzen.
Teile einer Resine. Und das ist der Zugattrappe. Der Zug kam nie in Eversham an. Er verschwand bereits vorher. In Eversham selbst hat jemand eine Zugattrappe eingesetzt, die aus einer Dresine und einer... Okay, das wissen wir. Verdächtige Mexikaner in Dorcas. Nein. Auch nicht. Okay, das habe ich nicht verstanden, wodurch das kam. Wütende Mexikaner. Die mexikanische Firma Carasal ist nicht gut auf die chilenische Firma Barasca zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die Vea E. Cole-Mine erhalten, obwohl bereits eine Verbindung mit den Mexikanern bestand. Mexikanische Falle. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste bis auf die Schienen angefordert, den Zug zu verlassen. Das glaube ich nämlich. Sonderwagen. Mexikaner. Das halte ich mit beiden von denen nicht zusammen. Das dachte ich mir schon. Code der Chilen. Schwere Transportfahrzeug. Das habe ich jetzt nicht verstanden, wodurch das zusammenkam. Die Mexikaner haben kürzlich Wagen auf dem See eingesetzt. Vermutlich, um etwas sehr Schweres zu transportieren. Der Zug wurde im erfluteten Steinbruch versenkt. Mexikaner gegen Chilenen. Die Mexikaner hegen keinen Groll gegen die Chilenen. Geschäft ist schließlich Geschäft. Davon gehe ich nicht aus. Die mexikanische Firma ist nicht gut. Ja, davon gehe ich weiterhin aus. Mexikaner Zug versenkt. Davon glaube ich aber noch nicht ganz. Sonderwagen. Ich muss wissen, was es mit dem Sonderwagen auf sich hat. Wieder irgendwelche Hinweise. Irgendwas habe ich übersehen. Ich kann jetzt aber wieder mit neuen Leuten reden, nicht wahr? I will not move from here until I risk. Ah, ich kann ja was checken. Spalte im Boden. Blatt Papier. Was habe ich denn da gefunden? Dokument. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Versicherungsscheinnummer 25.625458. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototypen mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden vom Prototypen bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswerts. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr, verlängerbar. Das heißt, unser Jeep Robinson könnte mit denen unter einer Decke stehen. Erfragen. Option ist, er steht mit den Mexikanern unter einer Decke. Also, mal kurz überlegen. Wir haben die Mexikaner, die die Chilelen abmoxen wollen, weil sie sich eingemischt haben. Wir haben die Chilelen, die die Mine haben. Und weiß ich nicht. Weil das, was deren Ziel ist, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Und wir haben ihn, der mit den Chilenen theoretisch ein Deal machen könnte. Die klauen den Wagen. Der kriegt 15.000 Pfund. Macht ihn mit den Chilenen vielleicht Hälfte-Hälfte und kriegt seine Maschine danach wieder und kann sie nochmal verkaufen. Hm.
According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Wichtige Reisetasche. Ich habe das Gefühl, dass der nicht der ist, der den aus sich ausgeführt. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Das ist interessant. Wo ist das denn? Da haben wir die Tasche. Mr. Thomas L. Robinson. This grip sack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Auf jeden Fall. Of course. Ah, easy. Ist mein Ende, da ist mein Ende. Das ist echt viel zu einfach. Unterlagen. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototypen. Exklusivvertrag. An exclusive sales contract. Über den Verkauf des Prototypen, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer, Mestons Electric, erklärt sich damit einverstanden, dass es das Gerät ohne Mangelware wäre. What? Dass er das Gerät ohne Mangelgewehr. Okay. Ich bin aber noch der Mangelgewehr. Und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson. Mr. Robinson is the seller. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototypen, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer und oder den Verkäufern bekannt waren. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Okay, das heißt, er hat schon 10%. Vertrag. Dies ist ein Exklusivvertrag. Über den Verkauf des Prototypens, der automatisch... Okay, das heißt, wir haben einen Typen, der seine Maschine an mehrere Leute verkauft hat, überall schon die 10% wahrscheinlich gesnaggert hat und dann dafür gesorgt hat, dass seine Maschine weg ist. Über den Verkauf des Prototypens, der autonomweise Strom, bla bla bla. Mr. Robinson is the seller. Ist scheinbar überall derselbe. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Entweder hat er vier Maschinen oder er hat die Leute bestochen oder veräppelt. So, das ist nämlich Prototypenversicherung. Prototypen mit vielen... What? Prototyp ist versichert. Aufgrund der Versicherung von
und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototypen Mr. Robinson eine hohe Geldsumme einbringen. Sonderwagen, Prototyp mit vielen Käufern. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den gesamten Wert der Maschine. Ich glaube, der steckt damit drin. Aufgrund der Versicherung... Ich glaube, das ist... Ich muss sie mal drauf anquatschen. I will not move from here until I receive my refund. Ich kann ihn nicht drauf ansprechen, okay. Also, wir haben. Das ist jetzt schwer zu sagen. Mexikaner Zug versenkt. Es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten den Chilenen und versenkten den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spur von ihren Tätern zurückbleibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie den Mexikaner. Die Mexikaner haben kein Gold gegen die Chilenen. Geschäft ist schließlich Geschäft. Davon gehe ich nicht aus. Ich glaube, die sind schon wütend. Sabotage. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sich vorsätzlich zum Einsturz bringen. Das könnten nämlich auch die Mexikaner gewesen sein, die die Mine eingestürzt haben lassen. Der Zug konnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Dockingen versenkt worden sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis dort dahin führt ein Stück fehlt. Es kann auch Zug versenkt. Was haben wir hier? Gleis zum Steinbruch. Jemand hat den Schienenteil gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Fehlende Gleisstück zur Mine zu ersetzen. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofsvorsehers unleserlich ist und Fragen aufwirft. Der Zug ist von der eingestürzten Mine verschüttet worden. Mexikaner Zug verschüttet. Es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und brachten die Mine mit dem Zug darin zum Einsturz, damit keine Spur von ihrem Tat zurückbleibt. Das sind wieder die Mexikaner. Ich habe das Gefühl, dass... Robinson muss ihn aufgrund der Versicherung von... aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototyps eine hohe Geldsumme kosten. Geldsumme einbringen. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Die Chilenen ließen den Zug verschwinden und so, um so an Mr. Robinson Prototypen zu gelangen. Die Chilenen stahlen den Prototypen und brachten die Mine mit dem Zug darin zum Einsturz, damit keine Spur von ihrer Tat zurückbleibt. Ich sehe das alles nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht sehen tue. Wir haben hier die Schienenteile, die mit einem schweren Wagen weggefahren worden sind, hoch zum Strand und zum Strand aufs Wasser hinaus. Wo wir dann die mexikanische Firma... Das heißt, die Mexikaner sind auf jeden Fall beteiligt. Dann ist die Frage allerdings nur... wie und was? Was stand auf... Der Besoffene.
Ich glaube, dass der nicht lügt. Ich glaube, der hat den Zug gesehen. Wenn er den Zug gesehen hat, müsste der Zug hier runtergefahren sein und hier abgestürzt sein, weil der wurde nämlich auch bestochen, weil er Geld brauchte. Dementsprechend muss der Zug im Steinwerk sein. Oder? Ich glaube, das wäre das, was sich für mich ergibt. Weil das hier ist zu offensichtlich mit dem Strand, dass die der Firma, dass die Mexikaner irgendwas damit zu tun haben. Ich glaube, es ist im Steinbruch. Wie muss ich das ändern? Die haben auf jeden Fall einen Groll. Die Mutter mit in eine Miete sprengen, jemand wollte den Vorsitz zum Einsturz bringen. Der Zug könnte mit überflüteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs sein, yes. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum Steinbruch zu ersetzen, yes. Der Zug hat den Bahnsteig vom Chesterfield passiert, auch wenn der bricht, yes, ich glaube, der hat den auf jeden Fall passiert. Die Mexikanerzug versenkt. Blinde Justiz. Das Verbrechen der Mexikaner hat den Chilenen hat. Das Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viel Leben gekostet. Kontaktieren Sie Lester, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann, selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen Sie Mycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigt, um es für seine Zwecke ausnutzen dürfte. Machen wir so. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process. And possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Mm-hmm. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Oh? Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. And may we have two tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case. In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk. But he will be held securely by the doctor and police officers.
The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Einige Zeit später. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Uh-oh. Hände hoch! Ich hätte ihn auch abknallen können. Pam in den Kopf! Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Nice. Ich bin so gut. Ich muss lesen. Es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versanken den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spur von ihrer Tat zurückbleibt. Der Dammbruch spielt ihnen dabei in die Karten. Sie benutzten ihre eigenen Barken, um den Zug auf das Wasser zu schaffen und versanken ihn dann im überfluteten Steinbruch. Ein Teil der Schienen entfernten sie, um die Tat zu vertuschen. Das Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viele Leben gekostet. Aus diesem Grund wurde entschieden, schnell zu handeln. Lestrade wird informiert werden. Ui, 70% haben den... Ui. Wow, voll... Ui. Die meisten sind anders entschieden. Was für brutalos. Und damit sage ich einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieser Fall gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Fall. Ciao, ciao.